Inga ist immer sehr nett und auch immer sehr hilfsbereit. Und wenn ich Probleme habe, ist sie auch immer ein guter Gesprächspartner. Sie ist eben immer freundlich und geduldig und stets zur Stelle. Solche Menschen, die kann man wirklich gut gebrauchen. Ich engagiere mich in der Kirche, um den Menschen zu zeigen, dass die Kirche lebt und es Spaß macht, aktiv zu sein. So. Inga ist eine von rund 500 Jugendlichen, die an diesem Tag nach Haderhausen fahren. Dort findet der Ministrantentag statt. Schon auf der Fahrt geht es ums Thema Messe dienen. Inga hat ein kleines Rätsel vorbereitet. Wie ist die normale Aufstellungsreihenfolge beim Einzug mit Weihrauch und Kreuz? Für Kirchenkenner kein Ding. Weihrauch, Kreuz, Kerzen, Gabenbereitung und so weiter. Auch heute Nachmittag beim Ministrantentag wird Inga mit ihrer Gruppe bei der Heiligen Messe dienen. Vor 500 anderen jungen Menschen. Bevor das actionreiche Programm losgeht, besprechen sie alle Details. Wie ging das nochmal mit dem Weihrauch inszenieren? Dann dreimal links und dreimal rechts, oder? Zweimal. Achso, zweimal in der Mitte, zweimal links und rechts. Was nach viel Inszenierung bei der Messe aussieht, hat einen tieferen Sinn. Ministrantinnen und Ministranten wie Inga sorgen dafür, dass ein Gottesdienst feierlich und vielfältig ist, weil sich jung und alt, Frauen und Männer um den Altar versammeln, um zu feiern, dass Jesus alles für uns Menschen gegeben hat, dass Gott es gut mit uns meint. Deshalb lebt Inga ihren Glauben, wenn sie sich als Messdienerleiterin engagiert. Sie ist sich sicher, Glaube kann Menschen formen. Und alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Als Inga erkrankt, hilft ihr der Glaube, den Alltag zu bewältigen. Neben dem Dienst am Altar hilft Inga auch die Ruhe der Natur, um Gott näher zu kommen. Doch jetzt beim Ministrantentag wird's bunt und laut. Inga nimmt an verschiedenen Workshops teil. Ihr Ziel? Neue Menschen kennenlernen und neue Ideen für ihre Arbeit als Messdienerleiterin sammeln. Messdienerin zu sein, das fand Inga schon als Kind faszinierend. Ich bin schon seit Geburt auf eigentlich in der Kirche und ich fand es früher eigentlich immer schon total schön, wie die Messdiener da oben stehen, und dadurch hatte ich dann auch Lust, Messdiener zu werden, und wir waren auch so ein paar in meinem Kommunionjahrgang, die dann auch Messdiener werden wollten. Dann, dann bin ich da mal mit hingegangen und so ist das dann zustande gekommen, dass ich da immer mehr mit reingekommen bin. Inga möchte ihr Wissen und ihre Leidenschaft vor allem an die jüngeren Messdienerinnen und Messdiener weitergeben und sie für die Aufgaben in der Kirche begeistern. Dafür organisiert sie Ausflüge, wie den nach Haderhausen, Filmabende oder Gruppenstunden in der Gemeinde. So, schön, dass ihr da seid. Ich bin da auch. Das Anzünden der Kohle für den Weihrauch übernimmt Inga selbst. Die Abläufe kennt sie in- und auswendig. Messen wie diese, mit so vielen jungen Menschen und Weihbischof König, sind ein echtes Highlight. Auch Inga ist vor dem Dienen angespannt. Alle sind froh, als es endlich losgeht. Ich finde es sehr schön, wenn man dann sieht, wie viele Messdiener es wirklich noch gibt. Weil wenn man das in der eigenen Gemeinde sieht, dass es immer weniger wird und nicht so viele nachkommen, hat man vielleicht so das Gefühl, ob es irgendwann überhaupt noch Messdiener gibt. Da merkt man halt bei so solchen Veranstaltungen, dass es wirklich noch viele Messdiener gibt, auch junge Messdiener gibt, die auch wirklich Lust haben, irgendwas zu machen. Und gibt mir das schon sehr viel Kraft, ja. Und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Während der Messe behält Inga den Überblick, hilft den jüngeren Messdienerinnen und Messdienern weiter. Mit der Messe endet der Ministrantentag in Haderhausen. Inga macht noch etwas, was sie immer tut, wenn sie hier ist. Sie besucht die Schafe. Es sind ihre Lieblingstiere. Dort tankt sie Energie nach einem anstrengenden, aber schönen Tag. Das ist meine Geschichte.
Und wenn ihr weitere junge Menschen kennenlernen möchtet, geht's hier zum nächsten Video und hier nochmal zum Jurax-Kanal.